So. Ach so. Weg. Ach, mir ist warm. Genau auf die Fliese. Moin Freunde, heute geht's weiter. Nächste Tür. Das ist diesmal aber eine Einbautürzarge aus Holz. CPL heißt es, glaube ich. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie wir das zusammenbauen. Dazu nehme ich mir erstmal eine Decke, damit wir die Türzarge nicht zerkratzen, weil es ja neu ist. Ne? Ich habe jetzt hier eine Türzarge mit DIN Linz. 86er Türmaßbreite. Das ganze Ding mal aus. Ja, ihr habt auch schon versucht, hier vorne Karte. Dann haben wir hier diese Plastikkappen. Machen wir erstmal ab. Dann brauchen wir die Montageklärung. Machen hier die Ritzen erstmal was rein. Nicht zu viel, Dann hier auch noch auf die Fläche. Immer schön die Spitze hier auf der Pappe, weil das tropft halt so ein bisschen nach. Dann machen wir hier so ein Plättchen rein. Stecken das Teil zusammen. Wichtig hier darauf zu achten, auf den Stoß, ne? Dass der halt bündig sitzt. Wenn ihr den zusammenbaut, dann für die Ecken hier. Das schrauben wir mit einem Schraubenzieher, nicht mit einem Akkuschrauber, weil es halt Holz ist und unter dem Druck vom Akkuschrauber könnte sein, dass es platzt. Deswegen Holzschraubendreher nehmen. Jetzt nehmen wir uns hier diese Schrauben mit diesem Ding hier, schieben wir hier durch. Dann mit diesem bisschen Fummelarbeit hier. Ich bin gespannt, wie sich das so anzieht mit diesen zwei Keilen. Die mache ich jetzt von der anderen Seite rein, damit sich das halt nicht einseitig zieht. Und schön darauf achten, dass diese hier sind so kleine Haken, die sich schön ins Holz bohren und somit das Ganze schön fixieren. Damit seht ihr jetzt hier, dass wir hier keinen Spalt mehr haben. Das war halt mit zwei Plättchen, war das halt noch so ein Millimeter. Und das sieht ja nicht schön aus, ne? Das wollen wir nicht. Jetzt wische ich die Zarge nochmal ab. Hier wird sich mit Sicherheit drunter was rausgedrückt haben. Weiter geht's in der Rase. Wir haben jetzt hier einmal von Wolfkraft dieses Türspanner-Set. Die Türfuttermontage-Set Pro. Packe ich auch unten in die Videobeschreibung. Wie fangen wir das Ganze an? Erstmal oben ansetzen. Hier das ganze Ding hier. Das wird quasi außen an den Außenrahmen befestigt. Das kommt in den Türspalt, da wo quasi später der Aufsatzrahmen dran kommt. Und damit können wir die Breite einstellen. Das machen wir jetzt erstmal. Erstmal oben ansetzen, damit wir das Maß einstellen. Weil oben ist ja schon fixiert. Da haben wir ein festes Maß. Stellen den auf das Maß ein, drehen hier die Schraube zu. Somit haben wir das Maß. Jetzt lässt sich der hier nicht mehr bewegen. Und damit haben wir dann unten. Das stellen wir so ein, dass wir hier, da wo quasi die Tür eingehangen wird, auf das Maß, weil da ist ja die meiste Bewegung drin. Da sitzt er bereits im Futter, gucken, dass er ungefähr gerade sitzt. Spannen wir den. Zack. Damit ist die Tür fixiert. Von innen rein. Machen wir unsere Klemmen wieder drauf. Ich habe extra solche Unterlegkeile gekauft, die ich drunter machen kann. Aber eigentlich muss ich jetzt hier nach Waage ausgehen. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch okay aus. Das auch. Sitzt. Sitzt. Gut. So weit, so gut. Jetzt setzen wir erstmal die Halterung der Tür hier ein. Da
Dabei soll man 3 bis 4 mm lassen. Abstand quasi von hier rein. Den ganzen. Ich mache immer so 3 bis 4 mm. Das ist hier der Zollstock. Den lege ich dazwischen auf Anschlag. Unten genau das gleiche. Dann schrauben wir das Ding fest. Ach, mir ist warm. Ich hole jetzt die Tür, hänge die ein und dann kontrollieren wir nochmal, ob es sich durch das Gewicht von der Tür was verändert hat. Das gefällt mir schon besser. Nochmal kontrollieren. Das sieht sehr gut aus. So lassen wir das. Ich will das Ganze auch nochmal kontrollieren, ob es halt wirklich in der Waage ist. Wenn ihr halt die Tür, die sollte halt nicht irgendwie, wenn ihr sie stehen lasst, alleine zugehen oder so. Ne? Dann ist es perfekt. Also lässt die Tür hier stehen, bleibt sie hier, lässt sie hier stehen, bleibt sie hier. Wenn sie zufällt von alleine, dann habt ihr irgendwas nicht richtig gemacht. So. Ach so. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Die Keile bleiben so lange drin, bis der Bauschaum ausgehärtet ist. Überall, wo ihr quasi Bauschaum reindrückt, Bauschaum ist es nicht, es ist Zagenschaum, macht ihr hier in diese Nut Pappe rein. Diese Nut darf nicht vollgeschäumt werden, weil da muss nachher quasi das Gegenstück rein. Und wenn da was drin ist, dann haben wir keine Freude. Ne? Jetzt habe ich natürlich 3 Dosen mir gekauft. Bei einer fehlt mir dieser Snüffelstück hier. Also 2K heißt 2 Komponenten. Das heißt, 2 Komponenten werden miteinander vermischt. Schneidbar nach 10 Minuten. Ich habe jetzt das von Stabilo genommen. Also ganz normal aus dem Baumarkt. 10 Euro gekostet. Bauschaum ist natürlich günstiger, aber ich war auch erst am überlegen, nehme ich Bauschaum oder nehme ich Zagenschaum? Bauschaum härtet langsamer aus, bläht mehr auf und damit hast du das, hast du die Gefahr, dass deine Türzarge ja, wegplatzt und kaputt geht. Dieser 2K Zagenschaum ist feinporiger wohl und klebt damit auch besser. Deshalb habe ich mich für den entschieden. So, durchmixen hier und dann ist das Ganze aktiviert. Dose mit Ventil nach unten halten, also draufschrauben. Und so rum sprühen. Wichtig von hinten nach vorne. Sehr gut aus. Ja, die Dose ist jetzt natürlich für den Allerwertesten. Gut. Genau auf die Fliese. Rahmen habe ich drauf gemacht. Habe das jetzt hier einmal ringsrum mit Acryl ausgespritzt. Da unten auch. Jetzt kommen wir noch zur Türgriffmontage. Jetzt bringen wir die Türklinke mit den Halterungen fest und wenn dafür eine Bohrschablone, dann nehmen wir mal unseren Akkuschrauber. Ich bohre jetzt erstmal mir die, also mache mir die Markierung, dass wir ja exakt auf beiden Seiten das gleiche haben. Wir haben ja hier die Beschriftung. Da muss einer und da muss einer. Hier gibt es verschiedene. Da gibt es einmal diesen WC, den man so drehen kann. Dann gibt es einmal ein Buntbart. Buntbart ist ja dieser Schlüssel hier und das andere, dieser Profilzylinder, das ist dieser ganz normale Schlüssel, den wir halt für die Haustüren kennen und sowas. Ne? Das ist halt der Unterschied. Jetzt habe ich hier ein Buntbart, wie ihr eben gesehen habt. Dann muss ich hier die Bohrung nehmen. Dann nehme ich das ganze Ding ab, habe jetzt hier meine Markierung
und fangen dann an zu bohren. Normalerweise könnte man jetzt hier Tesa drüber kleben, damit es nicht ausfranst, aber da kommt ja sowieso diese Abdeckung drüber, die zeige ich euch dann noch. So, das heißt, wir bohren jetzt hier einmal durch. So. Tür schließt super. Jetzt haben wir hier diese Aufsätze, die müssen in diese Bohrlöcher rein, ja? Jetzt haben wir hier unten eine Nase, die muss nach unten zeigen. Warum, zeige ich euch dann gleich. Dann machen wir jetzt hier erstmal rein. Na komm schon. Ja, so, sitzt und ist genug. So, man sollte noch uns reinstecken, ne? Den Lachs. Jetzt kommen erstmal die Schrauben. Hier rein, da ist jeweils einmal eine von der Seite, sowohl auch von der Seite drin. Ganz normal einfach festdrehen. Zack, auch nicht zu fest, ne? Das ist nur Presssparen, die Tür. Jetzt kommen wir zu der Erklärung. Hier habt ihr diese Nippel hier gesehen. Die unteren hier, ne, wo ich gesagt habe, immer nach unten. Und jetzt ist nämlich dieses Ding auch unten. Und man will es ja nicht oben haben. Deswegen gleich nach unten drehen. Bisschen mit Schmackes rein. Den Lux. Ah, zack. Sitzt. Den machen wir jetzt an. Passt. Wie angegossen. Festziehen. Und dann sollte sie zugehen. Das war's mit Türeinbau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, Daumen nach oben, liken, abonnieren, Glocke aktivieren.